Das war meine Familie, die Geschändete, die Prügelkinder. Also wenn ich irgendwo berühmt geworden bin in den Medien, ist es, weil man öffentlich in allen möglichen Herren Ländern erzählt hat, ich würde meine Kinder blutig prügeln. Naja, siehst du, so kann man sich irren. Das war jetzt meine Familie, wie sie wirklich ist. Wenn du denkst, dass die Geschändete kleine Wesen sind, dann kannst du dich im Bunde der Medien einfügen. Aber wenn du gemerkt hast, dass das nicht so ist, dann kannst du dich bei der AZK stark machen. Zum ersten Thema, Mind Control. Mind Control, was ist denn das? Wieder so ein neuer Stern am Himmel. So ein neuer Begriff, der irgendwie plötzlich im Horizont, im Firmament des Weltenmeeres irgendwo auftaucht. So ähnlich wie New Age seinerzeit. Kein Mensch wusste, was das ist. Plötzlich sprach alles von New Age. Oder von Chemtrails oder Klonen. Wir haben so viele Begriffe hinter uns, die irgendwann neu auftraten. Was ist nun wieder? Mind Control, wieder was Neues. Erstaunlich bei Mind Control ist, dass es schon weltweit ganz große Dinge gibt, von denen wir keine Ahnung haben. USA, Japan, Europa, mit wenigen Ausnahmen geschieht Mind Control, geschehen Dinge im Zusammenhang mit Mind Control, die so gewaltig sind, dass wir eigentlich genauestens darüber Bescheid wissen müssen. Aber wir wissen nichts. Ja? Nur ein Beispiel, in den USA sind Patente erlassen worden, die erlauben, via Mind Control Kontrolle über die Menschheit auszuüben, die buchstäblich die ganze Menschheit betrifft. Solche Patente existieren und du sitzt hier und hast noch nicht mal eine Ahnung, was Mind Control ist. Warum das? Es gibt eine einzige Antwort, es ist fast eine Pauschalantwort, die wir hier immer wieder bringen. Weil die Medien es verschweigen. Dinge, die das ganze Volk betreffen, die ganze Weltbevölkerung betreffen. Dinge, die uns bedrohen. Wir haben in der Einladung geschrieben, unsere Gedanken sind nicht ganz so frei, wie wir immer dachten. Ja? Zunehmend werden wir gezielt manipuliert, gesteuert und für gefährliche Zwecke missbraucht. Die Frage, die wir an der AZK stellen, die wir beantwortet haben möchten, die auch Frau Dr. Raunig Hilde uns beantworten wird, ich darf Sie nach oben bitten, ist, für welche Zwecke, für wen werden wir missbraucht? Wer macht denn da was? Was ist denn eigentlich Mind Control? Ich möchte zu Frau Dr. Raunig Hilde aus Finnland einige Daten sagen, währenddem sie hochkommt. Sie wird uns darüber aufklären, was die Medien versäumt haben. 1939 geboren in Finnland, die Frau eines norwegischen Diplomaten. 1967 Doktortitel in Turku, in der Turku-Universität in Finnland. Sie hat 3 medizinische Fachgebiete studiert, also durchwegs wieder niemand, den man inkompetent schimpfen könnte. Sie ist in Finnland ausgebildet worden in allgemeiner Praxis, in Stockholm über tropischer Medizin, in Schweden in Sozialmedizin. Sie war Chefärztin in diversen Krankenhäusern und Ländern, unter anderem im Roten Kreuz gearbeitet. Sie hat in Finnland, Indonesien, Malaysia, Pakistan gearbeitet. Über 12 Jahre war sie medizinische Chefbeamtin von Lappland. Das würde man im übertragenen Sinn bei uns Gesundheitsministerin nennen, also Chefbeamtin von Lappland, medizinische. Dann ist sie mit 4-fachen Präsidententiteln ausgezeichnet, einem Vizepräsidententitel, nur unter anderem als in der Krankenpflegeakademie von Lappland oder Vizepräsidentin von Nahbegegnungstherapie in den USA. Man könnte über die Frau hier schon eine Stunde nur Einführung machen, wie man uns schimpft. Dr. Raunig Hilde, was ist Mind Control? Ich gebe Ihnen das Wort. I would prefer to stand here, if it's okay. Liebe Freunde, dear friends, what is the biggest secret in the world? Was ist das größte Geheimnis in der Welt? Have you ever thought about it? Hast du jemals darüber nachgedacht? It is to be a human being on this planet Earth. Es ist einfach ein menschliches Wesen auf diesem Planeten Erde zu sein. What is a human being? Was ist denn ein menschliches Wesen? Many of us, even doctors, forget. Viele von uns, sogar Doktoren, vergessen das. That our body is 70% water. Dass unser Leib zu 70% aus Wasser besteht. And our brain is 87% water. Und unser Hirn 87% Wasser.
So what holds us together? So was hält uns denn zusammen? Energy. Energie. Energy, according to Einstein, never disappears, but only changes form. Nach Einstein verschwindet Energie niemals, es ändert nur ihre Form. Everything in the world is energy. Alles in der Welt ist Energie, ist Kraft. It's this table. Dieser it's Tisch us. Hier, wir selbst. It's anything. Everything is vibrations, frequencies and energy. Ja, alles besteht aus Vibration, Energie, aus Schwingungen. And what is mind control? Und was ist jetzt Bewusstseinskontrolle? Mind control means Bewusstseinskontrolle bedeutet, that there are devices, dass es Gerätschaften gibt, that can take over your brain, die dein Hirn übernehmen können. They can make you mad, they can make you religious, they can make you homosexual, sie können they can dich, change everything in you. Sie können dich böse machen, sie können dich religiöse machen, sie können dich zur Homosexualität bringen, sie können alles und jedes in dir verändern. And what are these devices? Und was sind nun dies für Geräte? It's the military-industrial complex that has developed them. Es ist der militär-industrielle Komplex, die diese Geräte entwickelt hat. Already in about 50, 60 years. Und alles schon fertiggestellt in ungefähr die letzten 60 Jahre. But officially, aber offiziell, in a conference of non-lethal weapons in Ettlingen by Karlsruhe. In einer Konferenz über nicht-tödliche Waffen in Ettlingen bei Karlsruhe. In May 09. Im Mai diesen Jahres. An American colonel said that the first mind control device was already developed 1801. Aha. Also eine Amerikanerin sagte, dass das erste Gerät in diese Richtung schon 1801 entwickelt worden war. Generally, the information that is given in the mass media to the public is at least half a century old. Ja, allgemein ist jede Nachricht in den Medien, die darüber verbreitet wird, mindestens ein halbes Jahrhundert alt. When you hear about new academic findings, research. Wenn du über neue Erfindungen oder neue Findungen hörst, die in der Wissenschaft, in der Forschung gemacht werden, they are always half a century old. Dann sind sie jedes Mal schon ein halbes Jahrhundert alt. But they are always represented and represented as new technology. Aber sie werden uns immer als neue Technologie verkauft. So what is the purpose of mind control? Taking over your body, your brain, your behavior. Also was ist nun die Absicht dieser Bewusstseinskontrolle, die deinen Leib, dein ganzes Sein übernehmen? It is to disrupt memory. Es geht darum, dass dein Gedächtnis ausgehebelt wird. It is to discredit people through aberrant behavior. Es geht darum, die Menschen in Verruf zu bringen oder zu diskreditieren durch seltsames Verhalten. Alter your sex patterns. Deine Sexgewohnheit zu ändern. And illicit information. Und Information verschwinden zu lassen. And what is the goal of mind control? Und was ist das Ziel dahinter? To program any individual, you and me and anybody. Jede einzelne Person, dich und mich, jeder Mann einfach, zu programmieren. To carry out any mission of spionage or assassination. Jeden Auftrag durchzuführen, ob es Spionage oder ob es ein Mordanschlag ist. Against your will. Und zwar gegen deinen eigenen Willen. And to control the absolute behavior and thought patterns of the individual. Und absolut dein ganzes Verhalten und deine Verhaltens- und Denkmuster zu ändern. The guise of national security is used as an excuse. Und national